Die Architekturausstellung Getting Things Done an der Universität Liechtenstein dauert bis zum 22. März und kann werktags von 9 bis 18 Uhr besucht werden. Für uns hat es große Bedeutung, obwohl die Nachbarschaft ja wirklich näher gar nicht mehr gehen kann. Aber wir sind froh, dass Vorarlberg als Architekturland bei uns zu Gast ist. Vor allem auf diese Art, weil es doch eine Architekturausstellung ist, die nicht die gewohnten Maßstäbe verwendet, sondern darüber hinaus dass, den Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht nur das Gebäude. Mit dem Menschen meine ich den Urheber, nämlich den Architekten, und über seine Geschichte zu erzählen vermag. Der Titel der Ausstellung Getting Things Done ist quasi ein Hinweis auf den Modus operandi der Architektur oder der Architekten und Architektinnen in Vorarlberg, die quasi es gerne mögen, wenn die Dinge auch wirklich passieren, also wenn nicht nur darüber geredet oder philosophiert wird, sondern wirklich die Dinge, die Ideen, Vorschläge und Konzepte in die Realität übersetzt werden. Das heißt, das Bauen spielt eine wesentliche Rolle. Natürlich wird auch diskutiert und entwickelt, aber die bauliche Umsetzung ist ein wesentliches Merkmal und eine Stärke der Vorarlberger Architektur. Es gibt zwei Dinge, die sofort auffallen. Sie ist sehr schön verarbeitet und gleichzeitig sehr einfach. Also man sieht, dass die Projekte aufgehängt sind wie Kleidungsstücke. Das heißt, sie können sich nonchalant präsentieren, nicht so sehr im Vordergrund. Das hat wiederum mit dem zu tun, dass die Persönlichkeit wahrscheinlich eine größere Rolle spielt. Ich würde sagen, das Besondere ist im Wesentlichen eigentlich, dass wir versucht haben, die Geschichte der Entwicklung dieses Phänomens der Vorarlberger Bauschule anhand von Geschichten nachvollziehbar zu machen. Und diese Geschichten kommen von den Protagonisten und Protagonistinnen selber, nämlich den Architektinnen und Architekten, die wir mit langen Interviews versucht haben, wo wir versucht haben, mit langen Interviews diese Spur sozusagen nachvollziehbar zu machen, wie es zu diesen 50 oder mehr wie 50 Jahren Entwicklung, kontinuierliche Entwicklung von Architektur in Vorarlberg gekommen ist. Die Interviews kann man hier, wie man sieht, im Hintergrund auch in der Ausstellung sehen und hören. Und daneben gibt es natürlich auch die Bauten, klarerweise, die klassischerweise auch mit Fotos und Plänen und Texten dargestellt werden. Aber eine zweite Spezialität der Ausstellung ist, dass sie auch Handwerksobjekte zeigen. Also keine Modelle von Gebäuden, sondern das, was man haptisch angreifen und auch benutzen kann, sind Handwerksobjekte, was darauf hinweist, dass das Handwerk einen wesentlichen Schwerpunkt auch der Baukultur in Vorarlberg bildet. Die Ausstellung ist öffentlich zugänglich. Wir freuen uns über jeden Besucher. Wir sind ein offenes Haus und sie ist bis zum 22. März bei uns im Hause, also bis kurz vor Ostern. Ich habe das Jahr das Jahr der guten nachbarschaftlichen Beziehungen ausgerufen. Das heisst, dass ich mich das Jahr insbesondere um Kontakt zu unseren Nachbarstaaten möchte kümmern. Die Ausstellung, die wir heute hier eröffnen, ist ein Leuchtturmprojekt vom Außenministerium von Österreich, also von meinem Außenministerkollegen Sebastian Kurz. Und ich freue mich sehr, dass das Leuchtturmprojekt, das in vielen anderen Ländern zu Gast war, jetzt bei uns im Liechtenstein ist.